Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Genshin Impact. Und ich hätte jetzt gesagt, wir machen erstmal diese drei Bitten der Bewohner. Das ist nämlich auch die Wochenquest. Das ist der Wochenfortschritt 0 von 3 oder diese Woche angenommen 0 von 3. Das ist ja quasi das für den Erlebnispass. Und ich denke mal, die Bitten der Bewohner werden anders sein und vor allem leichter. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir erstmal die ab. Helen, Hilfe gesucht. In letzter Zeit singe ich zu viel, meine Kehle schmerzt. Ich höre das Tee aus Zuckerblumen, gut für den Hals sein soll. Wenn mir jemand helfen will, sammle bitte 10 Zuckerblumen und bring sie mir. Easy. Kann ich zwei Aufträge gleichzeitig suchen? Connor, Hilfe gesucht. Einige Gäste fragen mich nach einem Wein, der in Erinnerung bleibt. Ein besonderer Wein erfordert besondere Zutaten. Falls mir jemand helfen will, bitte sammle 3 Flammenblumenstaubblätter für mich. Sehr gerne. Der männliche Jack, Hilfe gesucht. Macht Fleischessen einen wirklich stärker? Ich fühle mich definitiv nicht stärker. Vielleicht habe ich noch nicht genug gegessen. Das habe ich zumindest gedacht. Dass mein Körper mehr Fleisch braucht. Wenn mir jemand helfen will, holt mir 2 Steaks. Ich denke, dass Steaks das Fleisch ausreichen sollten, oder? Hell yeah. Und dann ist da noch eine Quest. Weil wir könnten auch schon die nächste Kopfgeldjagd annehmen. Dann probieren wir halt einfach mal eine andere Kopfgeldjagd. Die hier. Den Typen kann man nicht übersehen. Genau. Alright. Und dann ist jetzt hier noch eine Quest. Beim Dieter Hofmann, meine ich. Es gibt noch so viel zu putzen. Was ist denn? Du weißt sicherlich von den anhaltenden Angriffen durch Monsterbanden über die gesamte Dauer des Sturmstreckenvorfalls hinweg. Auch wenn der Sturmstreckenvorfall ausgeräumt ist und wir die Monster erfolgreich in die Flucht haben, gejagt haben. Die Monster haben während ihrer Überfälle eine beträchtliche Anzahl von Barrikaden außerhalb der Stadt errichtet. Während die Monster selbst zurückgeschlagen wurden, werden diese Barrikaden nicht gerade von selbst verschwinden. Wir können sie nicht unbegrenzt hier stehen lassen, besonders jetzt, da in der Stadt wieder Normalität einkehrt. Unglücklicherweise sind die Ritter unterbesetzt und es gibt einfach keinen, der die Aufgabe übernimmt. Also unser Ehrenritter, wärst du dazu bereit, diese Barrikaden zu beseitigen? Es ist mir eine Ehre zu dienen. Gesprochen werden wahres Mitglied der Order Favonius. Ehrenritter, du hast meine Dankbarkeit. Alright. Ja, mal gucken. Oh, was da drüben? Ich dachte, die direkt vor der Stadt, Leute. Na toll, da hätte ich mich auch hin teleportieren können, wie ich das gewusst hätte. Erstmal wieder mit null Ausdauer ein Ding springen, ne? Ins Wasser. Und drauf gehen. Richtiger Schwimmmeister hier. Ah, natürlich sind da noch Monster, ne? War ja klar. Aber normalerweise reicht es aus, wenn man die auf. Ah, ne, vernichte alle Monster. Nevermind, denn. Barbara, give me the Barbara. Erstmal den Typen hier vernichten. Die Barrikaden auch schon nebenbei vernichtet, nice. Oh wow, die sind ja auch voll schwach. Na ja, gut, das ist ja so auf Mondstadt. Literally direkt vor Mondstadt. Was? Noch mehr Hindernisse? Oh no. Ich dachte, meine Aufgabe wäre erledigt. Aber ja, ich probiere jetzt im Erlebnispass schon ein bisschen weiterzukommen, weil 160 Urgestein spart man sich mit jedem verwobenen Schicksal, das man holt. Und das ist sicherlich nicht viel, auf keinen Fall. Also, weil ich meine, die ganzen Aufträge zu erledigen ist schon nicht. Also, da musst du ja auch zocken für. Aber wenn du es beides miteinander kombinierst, ist es schon nice. Muss man sagen. Oh no, wir müssen den Typen kaputt machen. Na also. Ah, die wieder mit den dämlichen Shields, ey.
Bei sowas denke ich mir immer, warum machen die sich nicht gegenseitig Schaden? Wenn er so volle Kanne gegen seinen Buddy rennt, warum macht das dem kein Damage? I don't understand that. Mach mal schon mal die Barrikaden kaputt. Ach komm. Als ob der jetzt nicht. Ja, also. Ich hoffe, das war die letzte. Denn diese Aufträge sind das letzte. Brumts. Kappa. Ah ne, da sind noch welche. Oh no, es gibt echt noch mehr. What the hell? Was ist das bitte für ein Auftrag? So viele Monster muss man halt nie bei irgendwas töten. Oh man. What did I get into? Ah, die haben wenigstens keine Shields, die gehen deutlich schneller. Ja, gut, hier kann man mal die Ultimate benutzen von dem. Als ob. Vor allem die droppen auch gar nichts. Und der Typ, der andere Ritter läuft einfach dran vorbei. That's none of my business. Die droppen halt echt nichts. Oh man. Der Typ läuft da einfach in den Wachturm rein. Ihn juckt's einfach nicht. Lol. Sieht jetzt einfach so aus, als hätte ich dem Schaden gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich der letzte. Das ist eine Frechheit. Achso, die Dinger gehören auch dazu, oder? Uff, wieso haben die so viel Leben? What? Na also. Gange doch. Das ist schon fast Abenteuerstufe. Was bin ich? 30, ne? 31 fast schon. Wahrscheinlich kommt beim nächsten Update dann einfach Erhöhung auf Stufe 90 oder so. Das wäre heftig. Ach, warum lese ich es nicht mehr? Fantastisch, du bist eine enorme Hilfe. Wer weiß, wie viel länger diese hässlichen Dinger sonst hier gestanden hätten. Ehrenritter, akzeptiere dies bitte als Ausdruck meiner Dankbarkeit. Hey, vielen Dank und schönen Day noch. Ja gut, dann machen wir die Bitten der Bewohner, würde ich sagen, als nächstes. Fangen wir mit Helen an. Da müssen wir ja nur die Dinger bringen. Lol. Ist ja gar nicht weird, dass ich jetzt erstmal auf den Balkon kletter. Servus. Entschuldigung, ich wollte gerade mit meinem Lied beginnen. Ich versuche hier Monster zu beschützen, das ist besser als wichtig. Wegen dieser Zuckerblumen. Oh, du hast meinen Missionsaufzang gesehen. Endlich ist jemand bereit zu helfen. Hast du die 10 Zuckerblumen gepflückt? Yes. Ich habe aber gar nicht so viele davon. Herzlichen Dank. Bitte nimm dieses Dankeschön für deine Hilfe. Ich werde damit Tee zubereiten. Hoffentlich hilft das meinem Hals. Ah, okay, dafür kriegt man echt gar keine Abenteuer-EP. Schade. Dann. Die anderen beiden, da mussten wir gleich schon was machen. Ups.
Bringe Connor 3 Flammenstaubblätter. Und da es ja quasi schon als erfüllt angesehen wird, haben wir die wohl. Das sind wahrscheinlich die hier, oder? Flammenstaubblätter. Ja doch, das sind die. Warte mal, so macht man die, glaube ich, genau. Nee, das ist Flammenblume. Doch, Flammenstaubblatt mal eins. Okay. Oh ja, davon habe ich schon einige gesammelt. Das ist halt das Gute, wenn man so viel spielt, aber quasi noch keine Quests macht, dann lootet man das ganze Zeug. Und wenn man später mit den Quests anfängt, muss man sie nicht mehr sammeln, weil man hat alles schon. Oder vieles. Alles nicht. Nee, auf keinen Fall alles. Willkommen im Weingut Morgenröte. Bist du auch hier, um dich umzusehen? Wie ich hörte, brauchst du Flammenstaubblätter. Also ja, so lautete die Mission. Es ging ziemlich schnell. Hast du 3 Flammenstaubblätter beschafft, die ich brauche? Hier sind sie. Ja, 34 Stück haben wir, not bad. Ja, das sollte reichen. Bitte nimm diese kleine Aufmerksamkeit als Zeichen meines Dankes. Ich bin nicht sicher, ob ich mit diesen Zutaten etwas Besonderes erzeugen kann. Doch so oder so wird es eine besondere Weinbereitung sein. Werden. Oder ja. Diese Fehler lässt grüßen. Der hat noch eine Quest, ne? Der hat ein Ausrufezeichen. Na, oder auch nicht. Lest man es jetzt mal nicht durch, weil es nur so ein Nebengeplänkel ist. Aber hier ist doch noch eine Quest. Oh ja, er hat kein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ah, lol, hier. Ups. Säubere den Ort nochmal. Ich will, dass er dieses Mal makellos ist. Hier geht es um einen guten ersten Eindruck. Entschuldigung, Miss Adelinde. Wir werden dieses Mal sorgfältiger sein, Miss Adelinde. Was ist denn? Ah, hallo Reisender. Willkommen auf dem Weingut Morgenröte. Der Sturm mag vorüber sein, aber hier auf dem Weingut beseitigen wir noch immer das Chaos, welches er angerichtet hat. Ich versuche, die Aufräumarbeiten zu organisieren, aber diese Mädchen sehe... Entschuldigung, Miss Adelinde. Wir werden dieses Mal sorgfältiger sein, Miss Adelinde. Ja, das hast du bereits gesagt. Vielen Dank. Dir. Warum verwendest du jetzt nicht etwas mehr Anstrengung auf das Sauermachen, anstatt dich hier bei mir zu entschuldigen? Husch. Diese Kinder, oh, sie sind so schlampig. Ich weiß nicht, wie wir das alles in diesem Tempo schaffen sollen. Und auch danach muss noch drinnen sauber gemacht werden. Ich kann helfen. Weißt du, wie man kehrt? Streich das. Wir haben so wenig Arbeitskräfte, dass ich jede Hilfe nehmen soll, die ich kriegen kann. Folge mir. Nein, es gibt auch hier auch viel zu reinigen. Oh mein Gott, wir sehen das Weingut von innen? Alter, das ist ja actually Pog. Ich wusste gar nicht, dass man da rein kann. Oh mein Gott. Damn, ich wusste gar nicht, dass man da rein kann. Ist ja saugeil. Das ist geil. Erstmal die ganzen Bücher klauen. Lul. Ich bin natürlich das Vorwärts gekommen mit dem... Oh. Mach bitte so schnell wie möglich sauber. Okay. Aber was genau? Hier ist ein Ausrufezeichen. Aber was... Und vor allem ist das... Hä? Ich sammle jetzt einfach mal alle Bücher. Das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Damn, ich muss mir ehrlich gesagt sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Ah ja, wie kann ich denn sauber machen? Ah, vielleicht war es keine kluge Idee, den Auftrag anzunehmen. Ah, never mind, jetzt ist er hier, lol. Der Sturm ist wirklich lästig, was ist denn? Ach, du bist das Reisender. Meister Diluc hat dich erwähnt. Er meinte, du wärst ein erfahrener und fähiger Abenteurer. Ich komme vom Thema. Bist du also zu meinem Gutmorgenröde gegangen, um etwas Wein abzuholen? Entschuldigung, aber dies ist eine schlechte Zeit. Wegen des Sturms sind die 3 Straßen, die von dem Weingut wegführen, nicht passierbar. Der Otto Favonius konnte die Hindernisse, die der Wind herbeigeblasen hatte, schnell beseitigen, aber die Monster in der Nähe haben sich aus irgendeinem Grund auf der Straße gesammelt. Die Leute können um die Gegend herum gehen, aber für Wägen mit Ladung ist es unmöglich zu passieren. Die von uns bestellten Zutaten können nicht geliefert werden, es ist äußerst frustrierend. Aber ich habe von deinen großen Taten gehört und ich kenne deine Fähigkeiten. Also vielleicht, falls du willst, kannst du es schaffen, die 3 Straßen wieder zu öffnen. Ich werde das übernehmen. Wundervoll, danke für deinen Willen, mir zu helfen. Ich habe die 3 Händlerrouten auf der Karte markiert, bitte hilf uns. No problem, man. Hä? Jetzt wird mir erst die Quest angezeigt mit dem... Hä?
Wie verbuggt ist das bitte? Jetzt wird mir erst die Quest angezeigt mit dem Reinige die Flecken. Ah, hier. Tatsächlich, so funktioniert's. Oh mein Gott. Nice. Barbara. Favorite Waifu. Fertig, alles erledigt. Wundervoll, das war eine große Hilfe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange ich selbst dafür gebraucht hätte. Und wenn ich die Mädchen dazu gebraucht hätte, es zu machen, gebracht hätte, es zu machen, wer weiß, wie viele Gegenstände sie dabei am Ende zerstört hätten. Danke dir, bitte das. Ich entschuldige mich dafür, dass dich ein Besucher mit der Arbeit des Dienstmädchens vom Weingut zu belasten. Das nächste Mal, wenn du uns besuchst, wird das Weingut makellos sein. Nice. Landeierkuchen, lol. Gut, ich würde sagen, wir upgraden jetzt noch ein bisschen, weil ich habe Probleme mit den Sphären. Und ich wollte mal gucken, ob wir den Main-Character und die Waffe von ihm wieder hochleveln können. Weil die Waffe kann ich ja später auch einem anderen Charakter geben. Und den Main-Character benutze ich jetzt trotzdem auch, wenn ihr alle sagt, ich soll es nicht. Aber ich mache es trotzdem. Deswegen wollte ich mal gucken. Aufstieg. Let's go. Alright. Hochstufen. Stufe 49. Zack. Stufe 50, okay. Was brauche ich jetzt für einen Aufstieg? Jetzt bräuchte ich verdreckte Masken. Okay, habe ich nicht. RIP. Aber passt, ein bisschen stärker. Waffe verstärken. Ist auf 39. Ach, habe ich da auch nicht mehr genug Ressourcen für. Ist ja wie beim Bogen gewesen, lol. Alright, Aufstieg der Waffen kann ich mir wieder nicht leisten, aber dann können wir nach Liyue gehen und uns das wieder kaufen. Oh, aber ich brauche auch das hier, Nebelgraspollen. Beute von Elektrozizin-Zauberinnen. Diese Pollen entstehen in geschlossenen Behältnissen von Nebelgras und sind ein Leckerbissen für Sissine. Schade. Aber kann man die nicht auch kaufen? Na gut, aber wenn man sie farmen kann, ist es echt blöd, wenn man sie dann kaufen würde. Na gut, dann mache ich das vielleicht tatsächlich mal off-camera, aber ist eh nicht so spannend, sage ich mal, die Waffe einfach aufs Maximallevel zu pushen, ist jetzt ja nichts, wo man wirklich was verpasst. Genau. Ja, dann war's das wieder. Ich bin gerade herzlich fürs Zusehen. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Links in der Beschreibung was checken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.